Studio Wermelskirchen. Hallo, die Laura ist da und die Leute, die jetzt hier schon so ein paar Videos verfolgt haben, wissen, was jetzt kommt. Die Snake Eyes. Du bist aufgeregt? Ein bisschen. Bisschen, aber du freust dich. Ja. Alles klar. So, Nicolo ist startklar. Ja, schön, dass du das startklar. Wir stechen das Snake Eye Piercing und dann dürfen wir auch starten. Cool. Also, Zunge easy locker lassen. Wir fixieren die beiden Punkte. Sobald die Punkte fixiert sind, hast du es dann auch ganz schnell geschafft. Punkte sind fixiert, Zunge draußen lassen, locker lassen. Und die Snake sind gestochen. Das war's schon, ich will's nicht. Wie geht's dir? Super. Perfekt. Knallharte Frau hier, ne? Nicht gezuckt. Ja, hast du cool durchgezogen. Super, dann machen wir den Schmuck rein. Sabber Attack bleibt auch noch aus. Das war super. Ach, jetzt kommt die Sabber Attack. Ich hätte lieber nichts sagen sollen. Schmuck ist drauf. Fahr erstmal ein, damit du auch wieder stoppen kannst. Mach das erstmal weg. Da kann man leider nichts machen. Dann ist. Wie geht's dir? Gut, perfekt. Musst du nochmal schnuppern? Eigentlich gut. Ich schweife mal eben hier kurz ab. Du warst ja auch vor 2 Wochen ja. Da, ne? Tu mal runter, genau. Wie war der Heilungsprozess? Relativ locker. Okay. In 3, 4 Tagen. War alles weg. Wegsprechen. Alles klar, zeig nochmal. Da waren ja auch die Snake Eyes. Die müssen wir noch kürzen. Ja. Aber sieht alles sehr gut aus. Perfekt. Ne? Cool. So, hier sind wir jetzt auch. Fällt euch nochmal runter. Jetzt kommt nochmal eine kleine. Das ist normal, die Speicherproduktion, die wird jetzt angeregt. Das ist bei jedem Menschen sowas von unterschiedlich. Und sie lacht wieder. Sehr gut. Kannst ruhig nochmal einfahren, einen Schluck erstmal holen. Und dann machen wir die Kugel fest und dann hast du auch deine Snake Eye überlebt. Das hat doch super funktioniert. Perfekt. Die Zunge ist noch ein bisschen zittrig. Das ist auch ganz normal. So. Sie hat auch ein normales Zungenkissen, das setzen wir jetzt gleich wieder ein. Das hatten wir vor dem Stechfall nochmal eben rausgemacht. So, Kugel ist drauf. Ich zieh's noch eben kurz stramm. Und ist fester. Dann bringen wir es in die richtige Position. Nochmal hier. Das nochmal einfach, stopp nochmal einmal. Und du hast es geschafft. Ist ein Tröpfchen Blut mit rausgekommen. Und hier sitzen jetzt die Snake Eye. In der besagten Überlänge, ne? Die Überlänge braucht man, falls es zu einer leichten Schwellung kommt. Und nachher liegen die Kugeln perfekt plan auf. Perfekt gestochen. Sehr cool. Sieht gut aus. Schön. Danke dir.